So, da, willkommen zurück zu Yakuza 5, dem Spiel mit komischen Wendungen. Ich muss jetzt echt sagen, ich komme mit der Story nicht mehr mit hier. Wir stehen jetzt hier auf dem Dach und der geheime Planer hinter allem, der Mastermind, steht jetzt vor uns. Der anscheinend der Vorsitzende der Umi-Allianz selbst ist, der siebte Vorsitzende. Irgendwie sind alle schockiert, dass es einen siebten Vorsitzenden gibt. Also, anscheinend habe ich das auch nicht mehr geschnitten. Vielleicht hätte ich das Spiel da in einen längeren Ding spielen müssen. Naja. Was auch immer. Er möchte noch was erklären und vielleicht ist damit dann alles klar, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie sind, aber. Bis jetzt ist mir ehrlich gesagt hier alles ziemlich unklar. Na gut, lassen wir ihn doch einfach mal erzählen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Was zur Hölle? Boss, warum muss es du sein? Tja, du hattest nie eine Ahnung, was? Ich wusste, dass es die richtige Idee war, dich zum Captain zu machen. Mit einem Idioten wie dir als rechte Hand war es ziemlich einfach, den Rest der Männer reinzulegen. Das kann nicht sein. Ich denke mal, dein intelligenter Kumpel neben dir hat schon kommen sehen, nicht wahr? Nananda. Aber sag mir, worum geht's hier überhaupt hin? Ich verstehe, dass du den Tojo-Clan zu Fall bringen möchtest. Aber Watase und Katuya hängen von dir ab. Warum würdest du es ihnen antun? Boah, diese Clowns? Unglücklicherweise war ich niemals in ihren Dunstkreisen. Ich habe nicht einmal an sie gedacht, seit ich der siebte Vorsitzende geworden bin. Was? Und du nennst dich selbst einen Anführer? Sie sind Bauern, nicht mehr. Ihr einziger Zweck war es zu sterben mit euch zusammen heute Nacht. Allerdings als Opferbauern haben sie ihren Teil sehr gut gespielt. Schreien? Boss, sag mir nur eine Sache. Töte uns so viel du möchtest, aber ich muss wissen, worum geht's hier überhaupt? Brüderchen. Du brichst mir mein Herz. Ich habe jeden Befehl, den du mir jemals gegeben hast, gefolgt, egal was war. Alles, was ich jemals wollte, war, dass du stolz auf mich bist, dass ich der beste Soldat im Land bin. Und dafür habe ich gelebt. Warum bist du damit nicht zu mir gekommen? Ich verstehe es nicht, Boss. Weil du viel zu gutherzig bist? Was zur Hölle? Du bist kein Arschbrecher, du hintergehst nicht. Alles, was du machst, ist umherzulaufen und jedem Befehl zu folgen. Die Leute folgen dir in Dutzenden. Du hast sie alle so leicht überzeugen können. Das gleiche gilt auch für dich, Katsuya. Du ziehst dich vielleicht anders an, aber du und Watase sind euch sehr ähnlich. Ihr denkt, ihr könnt eine Familie mit Charisma allein betreiben. Um ehrlich zu sein, ich verachte Yakuza, die nicht dreckig kämpfen. Besonders Punks wie du, die so tun, als würden sie über allen stehen und sich einfach nur mit ihrem Charisma durchbringen. Boss. Hör zu, am Ende, Yakuza sind größtenteils Idioten. Wenn du eine Familie betreibst, ist es dein Job, über diese Idioten zu herrschen. Charakter zählt nichts in diesem Spiel. Weißt du, was mit Leuten wie dir in der Welt passiert? Sie enden als Schmutzflecken in der Organisation. Und die Männer, die dir folgen, sind Kanonenfutter. So, wenn es so weitergeht, endet jeder Yakuza im Müll. Er findet, dass die Yakuza ihn runterbringen. Gegen starke Gegner zu kämpfen. Seine Verbündeten zu beschützen. Deinen Traum weiterzugeben. Deinen
sein Leben zu riskieren. Je dümmer der Scheiß, den man glaubt, je dümmer sind die Fliegen, die einem folgen. Man kann mein Imperium nicht mit irgendwelchen Nagen betreiben. Das ist, warum ich euren Geruch nicht länger ertragen kann. Muss ich mal ganz kurz eingreifen. Also das Ding ist halt, das bei den Japanern sind ja Schusswaffen irgendwie schwierig zu bekommen. Und diese kleine Pistole, die der hat, das sieht aus, ich glaube, das ist nicht mal eine 9mm, das ist eine 6mm. Also so ein richtig kleines Kleinkaliber mit echt wenig Bums drin. Und der hat ihn gerade in den Rücken geschossen. Mal davon abgesehen, dass ich mir nicht ganz so sicher bin, was so die ballistischen Werte von so 6mm sind. Aber das Ding ist, er hat den im Rücken hier so grob getroffen. Also selbst wenn die Kugel komplett durchgeht, ich meine, gut, es punktierte die Lunge, das ist bestimmt ziemlich uncool auf Dauer und ich meine so Stunden. Aber das Herz ist ja eher so mittig. Und wenn wir davon abgesehen, dass, glaube ich, so Kugeln in den Knochen stecken bleiben. Also ich meine, so richtig penetrieren tun so Pistolenkugeln eh nicht, weil der Zauberwort Mannstoppwirken kommt wieder zum Tragen. Ist natürlich ein bisschen die Frage, was für Kugeln das sind. Die gibt ja die guten alten Hohlspitzgeschosse, die leiten natürlich noch mehr Kinetik rein, weil die halt so aufpelzen und richtig böse Wunden machen. Und dann gibt es natürlich noch die guten alten Vollmantel, die wahrscheinlich ein bisschen tiefer reingehen. Aber gerade in den Rücken? Ich meine, das geht ja mal in die eine in die andere Richtung. Das gibt Leute, die irgendwie im Krieg zersiebt wurden von irgendwelchen Waffen und am Ende überlebt haben, weil es halt nichts Wichtiges erwischt hat und die Leute dann irgendwie rausgekommen sind und andere Leute sterben an einer einzelnen Kugel, die irgendwie vorbeigeflogen ist und halt genau die richtige Arterie getroffen hat. Aber gerade so Rücken? Ich meine, gut, Film und Fernsehen und so Serien vergessen ja auch gerne mal, dass das Schlimme ist ja, wenn so eine Kugel einschlägt, ist ja nicht nur, dass du halt irgendwie ein Loch hast, sondern dein ganzer Körper ist eigentlich voll mit irgendwelchen Muskeln, Sehnen und Zeug. Wenn du hier irgendwie jetzt, wenn ich hier sind die ganzen Handsehnen. Weil ich meine, die Hand selber hat ja keine Muskeln. Fun Fact, die Hand hat keine Muskeln. Sondern das ist ja alles, wenn du deine Hand bewegst, das zieht dir hier vorne rum. Wenn du jetzt hier ein Loch hast, weil du hier den Jesus machst, dann ist das ganz schlecht für die Handbeweglichkeit. Genau das gleiche, wenn du hier so eine Kugel in den Oberarm kriegst oder irgendwie hier, wenn du siehst ja hier irgendwie so ein bisschen Muskeln und wenn jetzt hier eine Kugel drin geht, das zerreißt hier über die Dinge hin, dann ist das, glaube ich, richtig ungesund. Ich weiß auch nicht, ob die Muskeln jemals wieder richtig zusammenwachsen nach so einer Kugelschussverletzung. Ja, so Pulsader ist natürlich immer schlecht. Und ich meine, es gibt halt echt viele Muskeln, die da durchreißen können. Und ich weiß auch nicht, wie gut das wieder zusammenhält. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber sollte ich eigentlich echt mal tun, weil ich andauernd irgendwelche Spiele spiele, in denen Leute Kugeln abkriegen. Das wäre gut zu wissen. Na gut, auf jeden Fall mal kurz zu übersetzen, wenn ich sowieso schon mal rede. Also er hat sich auf jeden Fall vorgestellt, also er hat gesagt, ja, du stirbst als erstes, stirb! Und dann hat er sich vorgestellt mit, naja, du musst es sein, und kannst du das nur tun, weil du der siebte, weil du der achte Vorsitzende sein wird, ohne dich stirbt die Omi Ja, und dann war's, dann haben sie ein bisschen rumgeheult. So, er hat übrigens vorhin gesagt, er hat nur noch eine Kugel im Magazin. Wollte mich erklären, dass er kein Ersatzmagazin bei hat?
許さねえ。お前だけは絶対に。今からそっち行って決着つけたるわい。決着か、バカらしい。そんなボロボロの体でよくそんなセリフが吐けたもんだな。 まだ弾は一発残ってる。先に死にてえ方は手を挙げろ。なら俺が死のうか。1ヶ月ぶりですかね、黒沢会長。堂島大吾。大吾？ Ja, ich nehme an, Majima taucht ja auch gleich auf. Das Ende ist wirklich tot. Na ja, gut, dann war jetzt ja von Kyo. Das werde ich nicht vergessen, das ist ein Versprechen. Dafür wirst du bezahlen, was du heute getan hast. Dann hat er gesagt, ja, große Worte für den Typen, der gerade auf seinen Nähten platzt. Na gut, wer von euch möchte, ich habe noch eine Kugel, wer von euch will es freiwillig machen? Dann kam Daigo von hinten, ja, wie wär's mit mir? Lange nicht gesehen, 7. Vorsitzender. Und dann, hey, Daigo, oh, Daigo. Und dann sind wir wieder hier, wo wir hier sind. Wie hast du mich gefunden? Ich bin deiner Spur seit Fukuoka gefolgt, als mir aufgefallen ist, dass Aoyama mich betrogen hat. Es hat eine Weile gedauert, dich zu verfolgen. Also hast du mich verdächtigt. Ja, es ist alles in die richtige Position gefallen, als Atsumi und Takashi aus der Omi-Allianz in Nagoya getötet wurden. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Omi hat versucht, den Toto-Clan aufzuhalten, eine Allianz mit den regionalen Gruppen zu führen. Aber dann, ein hochrangiges Mitglied von beiden Seiten wurde in Nagoya getötet. Die Nagoya-Familie, nachdem sie so lange unsichtbar war, springt aus einmal aus den Schatten. Ich musste herausfinden, warum. Also warst du derjenige, der Shinada, den ehemaligen Baseballspieler, dazu gebracht hat, die Nagoya-Familie sich anzuschauen. In der Tat. Ich musste herausfinden, wer sie kontrolliert. Ich wusste, dass mich das zu demjenigen führen würde, der hier alles im Hintergrund anführt. Und alles hat direkt zu dir gezeigt. Ich verstehe. Als wann hattest du das erste Mal das Gefühl, dass ich sein könnte? Es war, als du mir erzählt hast, dass du krank warst. Was? Dein Gesicht war blass und du hast schwächer ausgesehen als zuvor. Aber deine Augen haben eine andere Geschichte erzählt. Es waren die Augen eines Mannes mit einer großen Aufgabe vor ihm. Nicht jemand, der an der Schwelle des Todes war. Ich nehme an, Augen lügen nicht, nicht wahr? Aber wenn du mich so verdächtigt hast, warum hast du überhaupt die Mühe gemacht, diese Allianz mit den regionalen Familien zu führen? Du hättest wissen müssen, dass es schlecht ausgeht. Nun, ich hatte meine eigenen Probleme. Wenn eine Organisation zu groß wird, fängt sie an, schlecht zu werden. Ich sah es als eine gute Chance aus, die Wunde zu klären und abzuschneiden. Ich habe es mit Majima-san besprochen und wir haben uns entschieden, deinen Plan zu verfolgen. Also hast du dich darum bemüht, die Verräter, die sich in den Tojo-Clan eingegraben haben, herauszuholen. Nicht so wie du, denke ich nicht nur an das Jetzt. Ich habe die Zukunft des Tojo-Clans im Hinterkopf. Und an irgendeinem Punkt muss ich mich mit den anderen Köpfen der Yakuza-Gruppen im Land auseinandersetzen. Ich habe viel von ihnen gelernt. Okay, Vorsitzender, lass uns das jetzt zu Ende bringen. Einmal du und ich kämpfen es aus, dann ist alles vorbei. Ich dann weiß nicht, ob du wirklich krank bist, aber so oder so bist du nicht mehr lange in dieser Welt, oder? Was lässt sich das sagen? Dich in diesem Gebäude hier zu sehen, hat das für mich bestätigt. Das alte Du wärst niemals so gewesen. Du wärst im anderen Gebäude aufgetaucht und hättest sie mit deinen eigenen Händen getötet.
Aber das ist nicht, was passiert ist. Weil du Angst hattest, Kiryu-san und die anderen zu, Kopf an Kopf gegen Kiryu zu treten. Du dachtest, du wärst nicht mehr stark genug, um es zu gewinnen. Habe ich recht? Vorsitzender Kurosawa, wir beide stehen auf an der Spitze einer Organisation von 30.000 Männern. Du und ich sollten das Mann gegen Mann klären. Ich werde dir den Weg ins Nachleben selber bezahlen. Was? Oi, nani yatten da? Daigo, yamero! Kiryu-san, Saijima-san. Ato no koto wa makasemashita yo. Daigo, omae. Kore de yatte ore mo 6 daime tte mune hatte iemasu ka ne? Kiryu-san. なぜ狙わないんだ? エランデください。 せめて極道らしく 自分自身でけじめをつけるのか? それとも こういう形でしか けじめを取れないのか? 選んでください。さあ。あいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。 大吾。 大吾! キリュウ! 話してくれ。 大吾が! 大吾が! とまあ、こういうことだ。 ふざけるな、お前! どこ行く気だ! 今からそっち行ってぶっ殺してやる! まあ、いくらお前が叫んだところで こいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかの。お前、はるかに何しよってんだ。おい、答えろ。答えろ黒沢。答えろ、おい。黒沢。黒沢。 どうしてそれが来るとこうなるんだ。どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ。なんでだ。なんでなんだ。
Ja gut, welche Überraschung. Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob irgendjemand vielleicht nochmal seinen Gehilfen dabei hat. Aber anscheinend ist die Antwort Ulle Kurosawa. Naja, wie war das jetzt? Wie? Naja, gut. Also auf jeden Fall, das die Szene war, Daigo schießt irgendwie nur die Pistole aus der Hand, wie auch immer er das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ja, warum tötest du mich nicht? Ja, ich gebe dir die Wahl. Entweder stoppst du das richtige Yakuza oder ich erschieße dich einfach so. Und dann sagt er, nee, beide Optionen sind mir nichts, das machen wir nicht. Er sagt, ja, du bist aber noch ein ganz schöner Anfänger, das war ja Gnade, bringt dich um. Und dann kommt halt Olle, ich habe seinen Namen schon vergessen, aber der andere Typ halt. Und da schießt ihn halt von hinten mit einem Schuss in die Niere. Okay, der anscheinend auf der anderen Seite auch direkt rauskommt. Und das war dann der Osaka-Schläger, der anscheinend Katsuya verraten hat. Ich meine, der war vorher schon eine ganz schöne Loose Cannon und hat sein eigenes Ding gemacht. Und er sagt, ja, das wäre das, aber nein, das ist, sagt Kurikyo, das ist noch nicht vorbei hier, ich schnapp mir das noch. Und der Kurosawa sagt, ja, aber das solltest du dir lieber Sorgen machen, das, was kommt. Zum Beispiel mit deinem kleinen Mädchen da, was mit Haruka, was hast du mit Haruka vor? Sag's mir. Tja, das, und dann geht er einfach weg und dann fragt sich Kyo, warum es immer mit den Leuten passiert, die er erkennt, warum wir mal alle anderen den Preis für bezahlen müssen für dem, was er tut. Und dann war's das. So, Cliffhanger zur nächsten Episode.